Zu uns kommt Katalog Nummer 36, Moonlight, eine Westfalenstute, fünfjährig, vom Morricone 1. Sie kommt aus der Verbandsprämienstute Diva Royal vom Diarado, dann die Staatsprämienstute A Cappella vom Acribori und die Verbandsprämie Grande vom Granus. Aus der Generation der Urgroßmutter dieser Stute kommt auch der gekörte H. Cornets Boy, der Sohn des Cornet Obolensky, und auch die Springpferde Curly Sue und Cascaya L von Marie Ligges kommen aus der Generation der Urgroßmutter. Aus dem weiteren Mutterstamm dann die gekörten Hengste Zelinski oder Sir Obolensky, der mit Angelique Rüsen und Christian Ahlmann Erfolge sammelt, genauso wie Quit Right von Dennis Nielsen und Paganini von Jan Spree. Ja, eine sehr charmante Tochter, der ist Morricone, fünfjährig, unheimlich typschönes Pferd, was sie auch weiß, schön locker zu bewegen. Go, Nicole, genau, immer so ein bisschen Zug nach vorne fühlen, so schön locker und dann wieder nach vorne denken. So machst du es ja richtig. Ne? Also schön diesen Zug behalten. Weiter, weiter, so, genau. Auch sie immer noch so ein ganz bisschen schüchtern. Wir wieder sehen, dass wir den Zug behalten. So, genau. Nochmal kleine Idee nach vorne denken. So, gut, siehste. So ist es sehr schön jetzt. So ist auch gut in der Haltung. Gut, prima. Dann kannst du ruhig einmal Hand wechseln. Gehen wir einmal auf die linke Hand. So, nimmst das so mit im Tempo. Gut. So weiter. Gut gemacht. Dann langsam nach links stellen. So, jawohl. Und weiter im Tempo. Weiter. Genau. Gut. So. Jawohl. Gut. Und ist prima. Gut, ne, dann gleich auf den Zirkel. Dann können wir da unten schon mal einmal Galopp entwickeln. Die Stute ist immer noch so ein bisschen diesen Zug nach vorne mehr entwickeln, dass es jetzt ein ganz bisschen gehfreudiger wird. Aber wie gesagt, schön im Seitenbild. Auch mit schönem Grundablauf im Trabe, immer aktiv aus dem Hinterbein. So. Genau, da muss man so ein bisschen dran, dass das Pferd einfach im Körper so ein bisschen mehr loslässt, diesen Zug hat. Ruhig ganze Bahn direkt. Auch so ein bisschen nach vorne fühlen. Genau. Mal so ein klein bisschen Zug behalten. So. Siehste. Gut. So, wieder so ein bisschen nach vorne denken. So. Gut. Gut, dann machen wir einmal über die Diagonale ruhig schon Handwechsel. Dann machen wir das gleiche einmal auf der rechten Hand. So ist es prima. Gut. Siehste, wollen wir das gleich wieder mitnehmen. So. Da in der Haltung ruhig lassen. Darf gar nicht höher. Ne? Dass es sich so im Körper in der Oberlinie auch so loslässt. Und dann zieht es auch gleich besser. Ne? Dann auf der rechten Hand Galopp entwickeln. So, gut. Gut, dann ist gleich ganze Bahn. Kannst ruhig gleich ein bisschen nach vorne. Gut. Jawohl. Ja, man sieht, das mit viel, viel Grundqualität ausgestattet, das Pferd. So, du musst einfach so ein bisschen Kraft bekommen, dass sie dann mehr Bewegungsdynamik nochmal hat. Im Vorwärts das nochmal mehr entwickelt. Gut gemacht. Prima. Gut. Ja, die lange Seite nochmal so weiter. Dann können wir gleich am Ende der langen Seite durchparieren zum Trab. So, gut. Na, dann schön weiter. Dann lässt du einmal Züge aus der Hand kauen. Schön leicht traben. So, nochmal das bisschen nach vorne mitnehmen. Bleibst auf dem Zirkel da unten. So ist es gut. Ne? Dann den Übergang zum Schritt. So, schön weiter im Schritt. Sehr gut. So, und dann über die Mittellinie. Genau, gut. Jawohl, sehr gut. Ne? Ist auch schön, gleichmäßig großen Schritt. Sehr gut so. Prima, danke schön. Die 36 haben wir gesehen. Moonlight vom Morricone 1, Diarado und Acribori. Moonlight ist eine wunderschöne Stute, die sehr schön zu reiten ist. Sie zieht schön gleichmäßig schon an die Hand ran, könnte noch so ein bisschen mehr Zug nach vorne mitnehmen. Auch im Umgang ist sie total umgänglich und sehr menschenbezogen. Und
Ja, macht mir bisher viel Freude in der Arbeit.